Blumentopf. Was soll ich mit dieser Münchner Gang anfangen? Bayerischer Hip-Hop mit Affinität zur deutschen Fußballbegeisterung, in Ehren ergraute Aufbegehrer der 90er Jahre? Auf den ersten Blick wirkt das ziemlich solala, um ein aktuelles Lied der Band zu zitieren. Wer aber näher hinhört, wird bald eines Besseren belehrt. Die Kunst der Reflexion gegenwärtiger Lebenswirklichkeiten mit den Mitteln gereimter, rhythmischer Poesie scheinen die fünf Herren wirklich meisterlich zu beherrschen. Der Titelsong des neuen Albums spielt mit einem Basisbegriff der Hip-Hop-Community, dem Wir. Aus ähnlich klingenden Lautgestalten der Welt des Rap, der Zahlen, der Computer, der Wirtschaft wird eine selbstbewusst vorgetragene Hymne des Gemeinschaftsgeists gestaltet. Wie sie da im Text und im Video bayerische Alltagswelten hineinverweben, ist amüsant und beeindruckend. Was nicht geht, ist, dass man rockige Sounds als großartigen Fortschritt verkauft. 1, 2, 3, wir! Das ist vielleicht ein Werbegag, aber in Wirklichkeit ist man nicht vorne dabei, sondern fest in der Retro-Kiste verankert. Die Synthese von Computer und E-Gitarre ist schließlich die Tendenz des vergangenen Jahrzehnts. Und Blumentopf zieht bestenfalls die Konsequenz daraus. Insofern ist zu wünschen, dass im Blumentopf nächstens wieder zukunftsweisendere Soundblüten sprießen.